Moin, moin. Genau, hier habe ich meinen Kirschlorbeer entfernt. Irgendwie gefiel mir der Kirschlorbeer nicht mehr so. Der wuchs so schnell, dass ich mit dem Schneiden gar nicht mehr hinterher kam. Und ja, den habe ich mit einer Seilwinde rausgezogen. Nun habe ich hier wieder ein paar Meter Platz und habe anstatt den Kirschlorbeer habe ich einmal aus der Afrika-Serie den Masai gepflanzt. Perfekte Heckenpflanze, aufrechter Wuchs, große Blätter, winterhart, schnittverträglich. Habe ein Bewässerungssystem von Netafim installiert. Das ist also ein Topfschlauch, macht so um die 300 Liter auf 50 Meter pro Stunde. Ich habe jetzt die Pflanzen so mit einem guten Meter Abstand gepflanzt. Wenn man genauer hinschaut, sieht man auch schon neue Triebe vom Bambus. Na, hier wieder nicht, aber ein paar habe ich schon entdeckt. Genau, das geht dann los und das heißt, die Hecke wird noch dichter. Der Masai wird so 2,50, 3,50 hoch und ist halt aufgrund des aufrechten Wuchses die perfekte Hecken- und Sichtschutzpflanze. Weiter hinten, so ein bisschen größer gepflanzt, ist der Viking, ein Hybrid. Auch aufrecht vom Wuchs, ist bei der Höhe 2,50 ungefähr, ist das also auch unheimlich schön anzusehen. Relativ dicht im engeren, im unteren Bereich. Und hier sieht man dieses Mal ein paar Triebe, die da jetzt gerade rauskommen. Also der wird noch ein ganzes Stück dichter. Wenn man mehr Sichtschutz haben möchte, muss man die Pflanzen enger setzen, aber ich verstehe mich gut mit meinen Nachbarn und dann ist das hier nicht so dringend, dass das ganz dicht ist. Genau, das ist der Viking, hat ein bisschen dunkleren Halm und hier habe ich einmal eine Reihe von dem Masai und das war Mats.